Im letzten Gartenrundgang habe ich euch gezeigt, dass ich einen Schubkarren voll von Holzhackschnitzel habe, also so Holzstückchen, die ich von jemandem auf eBay Kleinanzeigen bekommen habe. Und in dem Video möchte ich euch einfach mal ja, erzählen bzw. sagen, warum ich die so gerne im Garten nutze. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, mein Outfit, rote Nase, dreckiger Pulli, mach so eine kleine Pause von der Gartenarbeit draußen und ja, hab mir jetzt keine sauberen Klamotten angezogen, weil der Schein soll aufrechterhalten werden, dass ich doch im Garten etwas mache und nicht einfach jemand für mich etwas macht oder alles macht. Ist eher das Gegenteil der Fall. Jedenfalls möchte ich auch, ja, wie versprochen, dieses Video machen bezüglich der Holzhackschnitzel und der Pilze. Das ist nämlich ein Grund, warum ich Holzhackschnitzel gerne in meinem Garten nutze, wegen den Pilzen. Aber vornherein hinweg möchte ich noch andere Möglichkeiten euch aufzählen, was man mit Holzhackschnitzel machen kann. Für Leute, die zum Beispiel Hühner halten, da gibt es ein spezielles Verfahren, Depleter-Verfahren oder Depleter-Methode. Das heißt, dass man Holzhackschnitzel nimmt und das einfach in Hühnerstall, ja, eine dicke Lage, so 30, 50 cm vielleicht oder noch mehr. Weiß ich nicht, ich habe da noch nicht so viel Erfahrung. Es gibt auch einige Videos dazu. Das legt man im Hühnerstall aus und da muss man den nur einmal im Jahr ausmisten, so wie ich es gesehen habe. Und das ist einfach der Grund, dass halt der Mist, die Feuchtigkeit, die da drin ist, wird einfach vom Holz aufgesogen. Dann tun es wahrscheinlich die Hühner noch, wenn sie drauf rumlaufen, das ein bisschen einarbeiten. Und dann kann man nach einem Jahr das dann auf einen separaten Kompost oder einen separaten Haufen damit machen. Und aufgrund des Mistes und des Holzes ist halt eine recht günstige Kombination. Ist da auch schon eine gewisse Vorverrottung da, dass man es dann auch ja bald in seine Beete mit einarbeiten kann. Das ist halt eine recht praktische Methode, um wirklich halt seinen Hühnerstall nicht so oft ausmisten zu müssen, wenn man jetzt zum Beispiel nur Stroh oder Sägespäne nimmt. So, dann kommen wir zu den Gründen bzw. auch zu den Vorteilen, warum ich gerne Holzhackschnitzel bei mir im Garten nehme. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Rückschnitte oder größere Stämme habe, dann habe ich halt hier jetzt zum Beispiel einen Häcksler von meinem Vater, den nutze ich halt dafür, tue es einfach dann durchhäckseln. Der Grund halt wirklich dafür bei diesen Holzhäcksel ist, dass man die halt, ich nutze die jetzt zum Beispiel für einen Kompost oder für die Hochbeete als unterste Schicht, weil das Holz auch noch eine gewisse Wasserspeicherfähigkeit hat und im Kompost dadurch auch noch eine gute Struktur gegeben wird, weil jetzt zum Beispiel im Wald, daraus besteht ja Waldhumus zum Beispiel, wenn es halt wirklich über 5 Jahre zum Beispiel einfach das Holz mit Laub und was weiß ich verrottet, dann hat man wirklich diese schöne, krümelige, auch etwas schwarzere, dunklere Erde, wie man sie zum Beispiel aus dem Wald kennt. Und da, das ist ja natürlich auch mein Ziel, dorthin diesen Waldhumus zu bekommen. Deswegen nutze ich auch wirklich auch gerne als Mulch oder auch in meinem Kompost, auch wenn die Verrottung ein bisschen länger dann dadurch dauert und man andere Sachen da berücksichtigen muss. Da muss er halt da immer ein bisschen frischeres Material mit rein, wie Grasschnitt oder andere oder Mist zum Beispiel, sollte da immer mit beigegeben werden. Sonst fördert das nicht ganz so das Pflanzenwachstum. Aber da jedenfalls dahin soll das Ziel halt auch gehen, weil so ein Waldhumus, der hat da wirklich so schöne, viel Bakterien und auch Pilze, die das durchwurzeln. Deswegen nehme ich das auch gerne als Mulch für meine Bäume. Habe ich auch gemacht, diese Holzhackschnitzel, weil das natürlich auch das Beikraut unterdrückt, also an der Pflanzscheibe oder auch allgemeiner wachsen halt so unliebsame Kräuter oder Gewächs nicht ganz so stark heran. Deswegen nutze ich auch diese Holzhackschnitzel, aber jedenfalls siedle ich damit auch Pilze bzw. die Pilzmyzele an.
Und das ist halt wirklich das, was für mich auch sehr wertvoll ist, weil die Welt der Pilze ist für mich atemberaubend. Also die meisten kennen ja wahrscheinlich nur jetzt von den ganzen Videos mit der Pilzsuche, keine Ahnung, Steinpilze, Fliegenpilze, was man da alles essen kann, was man aus denen machen kann. Schauen sich halt die Leute mehr oder weniger betrachten einen Pilz bzw. den Fruchtkörper, weil der Pilz ist ja normalerweise das Myzel im Untergrund. Sozusagen, das ist der wahre Pilz und das ist da oben der Fruchtkörper und die Leute sehen es halt mehr zum Essen. Ist ja nichts Verwerfliches, darf man ja machen. Aber für mich, ich habe mal dieses Buch hier gelesen, soll auch keine Werbung sein. Das ist von Paul Stamets, hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Das Buch, das habe ich vor 2 Jahren, glaube ich, gelesen oder vor einem, heißt Mycelium Running: How Mushrooms Can Help to Save the World. Und da habe ich wirklich Sachen wirklich rausgelesen über Pilze. Die haben mir dann wirklich auch die Sprache verschlagen, was so beeindruckend ist, was wie wichtig auch Pilze für unseren Wald bzw. für unsere Natur sind. Denn eine kleine Aussage in dem Buch ist halt, dass es ohne den Wald keine Pilze gibt und ohne Pilze keinen Wald. Hat einfach den Grund, weil halt Pilze so viele Aufgaben übernehmen. Also die bilden sozusagen die Kommunikation oder anders ausgedrückt das Internet der Bäume. Also die verbinden sich mit den Bäumen sozusagen, verbinden sich mit ihren Wurzeln. Da gibt es auch wieder zwei verschiedene Arten. Da gibt es Pilze, die docken nur an den Wurzeln an, sozusagen als Erweiterung, fördern da auch die Resistenz bei Trockenheit. Bei den Bäumen, die sind dann widerstandsfähiger. Oder es gibt auch Pilze, die docken dann an die Wurzeln an und gehen nochmal in die Zellen bzw. in die Wurzeln rein und verbinden sich noch intensiver mit den Bäumen. Das sind jetzt diese unterstützenden Pilze. Es gibt natürlich auch weitere Pilze, also zum Beispiel zum Kompostieren, also einfach altes oder totes Holz zu verrotten. Dafür sind Pilze natürlich auch da. Die Fachbegriffe kenne ich zwar, die möchte ich aber jetzt nicht unbedingt einstreuen, weil bringt zum Erklären ja mehr weniger. Ich möchte es einfach halten. Deswegen gibt natürlich auch diese Pilze, die auch für die Verkompostierung zuständig sind und die bei der Verkompostierung, da ist ja das Interessante, die tun natürlich auch Totholz, ja, vernichten. Auch kennt ihr auch Pilze wie zum Beispiel bei Pflanzen. Braune Krautfäule bei Tomaten zum Beispiel oder Mehltau sind ja auch Pilze, hat natürlich seinen Grund, um die Pflanze zu beseitigen, weil sie anscheinend zu schwach ist oder die halt wirklich diese Pilze rangeholt hat und gesagt hat, hey, ich sehe hier keinen Zweck oder keinen Sinn, bitte verkompostiere mich oder vernichte mich sozusagen, damit da wieder gute Erde und einen schönen Kreislauf entsteht. Was halt sehr interessant ist, was ich in diesem Buch gelesen habe, ist, dass halt auch Pilze wirklich so auch Enzyme bilden, um Erdöle oder auch Teer zu verkompostieren. Also in einem Buch hat er ein Beispiel gebracht, dass er eine alte Straße im Wald wirklich mit, ich glaube, 30 oder 50 cm dicken Holzhackschnitzel überdeckt hat und nach 5 Jahren war die weg. Weil die Pilze auch wirklich da Enzyme bilden, um diesen Teer oder diese Produkte aus Erdöl zu zersetzen. Und andere Beispiele, was Pilze ja auch übernehmen, um die Natur zu reinigen, ist zum Beispiel die Radioaktivität. Die nehmen sie natürlich auch auf und essen sollte man es halt nicht. Aber die nehmen halt sowas auch auf, Radioaktivität. Ich glaube, Schwermetalle gehören auch dazu, dass sie sowas mit aufsaugen. Wie gesagt, die säubern damit wirklich die Natur. Ob man es dann letztlich essen sollte, kann man machen, würde ich vielleicht jetzt nicht unbedingt machen. Aber das sind halt wirklich solche Sachen, was man mit Pilzen eigentlich alles machen kann und warum ich die auch gerne im Garten nutze bzw. in die Natur mit integriere. Ein letzter Punkt, wo ich halt noch vorhin angesprochen habe, die Kommunikation. Die bilden halt so, ja, so ein kleines Netzwerk. So eine Art Autobahn kann man sich damit vorstellen, wo auch Bakterien von einem Baum zum anderen Baum
ja, verfrachtet werden, und weil diese Bakterien auch sehr eng auf dieser Autobahn sind, verkreuzen sie auch ihr Genmaterial und modifizieren sich sozusagen auch. Und da werden halt immer bessere Bakterien für die Zersetzung, und so können auch die Bäume navigieren bzw. kommunizieren auch über die Pilze und so auch mit den Bakterien, was sie gerade auch benötigen, was zum Beispiel zersetzt gehört, welche Nährstoffe sie zum Beispiel benötigen, wenn zum Beispiel ein Baum ein Problem hat mit, ja, Lichtverhältnissen oder mit Wasser, dass der halt auch mit anderen Bäumen kommuniziert und sagt, hey, ich habe hier ein Problem, könnt ihr mir helfen? Dann sagen die anderen Bäume, okay, alles klar, wir fahren mal unser ja, Wasserhaushalt ein bisschen zurück, damit du noch mal ein bisschen mehr bekommst, einfach diese Kooperation. Und deswegen, ja, finde ich das wirklich wunderbar, was man mit Pilzen alles machen kann. Und Kreuzhackschnitzel ist wirklich eine Methode, die man dafür nutzen kann, um Pilze anzusehen. Zum Beispiel auf meinem Hügelbeet kommen die auch immer ab und zu mal hoch, weil halt dann natürlich verholztes Material drin ist. Mit Stroh kann man das auch gut. Ja, ist ja verholztes Material. Damit kann man die natürlich auch Pilze ranzüchten bzw. ein Umfeld schaffen, damit Pilze kommen. Und sonst gibt es noch andere Möglichkeiten, denke ich schon. Also viele Leute, die sich mit Pilzanzucht im Haus oder sowas auskennen, da gibt es noch viele verschiedene Varianten und Möglichkeiten, wie man zum Beispiel auch Pilze ansiedeln kann. Bei dem Holzhackschnitzel und dem Stroh, wie gesagt, die Mischung ist wichtig, wenn der Boden noch nicht die richtige Behandlung schon hat oder den Mulch oder sowas, will ich es halt immer ein bisschen mehr untermischen, weil nur Stroh oder nur Holz, das kann auch negative Auswirkungen haben. Aber damit möchte ich es jetzt auch belassen. Ja, das Video zu den Pilzen. Jedenfalls, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr auch den Kanal kostenlos abonnieren und dabei auf die Glocke drücken. Da werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familien von mir und meinem Projekt erzählt, damit immer mehr Leute auf mich aufmerksam werden. Der Kanal ja immer ein bisschen stetig und langsam wächst, wie ein Baum zum Beispiel. Und sich natürlich auch potenziell Leute finden, die ja einen kleinen Impuls von mir bekommen, vielleicht sich auch mehr der Natur widmen und natürlich auch sich Unterstützungsmöglichkeiten für mich und das Projekt sich auch weiter finden. Und weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung oder auf meiner Webseite, darunter auch die Crowdfunding-Kampagne für meine gemeinschaftliche Permakultur, die ich gerne aufbauen möchte. Da habe ich auch ein extra Video dazu gemacht. Aber das ist jetzt so viel mit dem Social Media. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit. So, jetzt in den Weihnachtsphasen, jetzt sind schon wieder ein paar neue Richtlinien und Verschärfungen durchgekommen. Weiß ich kaum. Bekomme ich eigentlich nur mit von Menschen. Ich schaue da fast gar nicht in den Nachrichten oder so hin, weil ich bin ja draußen in der Natur tätig. Aber wie gesagt, genießt die Natur, ist eine super Ablenkung. Hab auch immer noch viel zu tun. Macht auch wirklich viel Spaß. Und sonst wünsche ich euch eine, ja, schöne Weihnachtszeit, schöne Adventszeit und genießt es einfach mit euren engsten Kreisen. Schöne Momente. Wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.